Wow, die hat geworfen. Und warum wird es dann schwarz? Oh Gott, jetzt bin ich doch überfordert. Herzlich willkommen, VR-Gamer. Zack, ist wieder am Start hier. Ja, ist wieder weg. Zombieland, Headshot Fever zocken wir heute. Da sind es wieder richtig schön. Genau, Sony Pictures. Wahrscheinlich die meisten kennen das. Are you right or left? Right-handed. Please choose a skin. Ja, ja, ist mir egal. How would you like to play? Stehen. Subtitles am besten natürlich an für euch. Genau, wo war ich? Zombieland. Zwei Filme gibt es mittlerweile. Hey there. Look at Zombie. You. At home in the safe room of your Xbox's Palo Alto mansion. You've been hiding there for years. I'm Columbus, your narrator, here to bring you up to speed. You see, the Category 5 shitacane that is life in Zombieland recently got a new wrinkle. Survivors were getting bored with, you know, surviving. So, they started playing a new sport. Yes, it does involve shooting zombies. You're smart. My friends and I are on the way to join in. As luck would have it, we'll be meeting you shortly. Anyhow, let's get you started on your monthly food run. Look at the marker and press A to start. Okay. Genau. Oh, the bomb. Okay, let's get you going. Look straight ahead. And press A to start. Alles klar, ich gehe schon rein. Wie gesagt, es gibt zwei Filme. Look right. Ich. Look left. Use the trigger. Hab den ersten definitiv geguckt, bei dem zweiten weiß ich gar nicht mehr genau. Time to reload. First, flick the thumbstick down to eject the empty magazine. Good. Gun's empty. Now to reload. Move your gun down to the magazine on your gun belt. Cool. Achso, now shoot the targets. Okay, there's bottles, whatever's left. Channel your inner okay. fury. Also man kann relativ fix nachladen. Ja, das Ziel, das muss ich natürlich noch lernen. Shoot everything. Good job. These Z's don't stand a chance. I'm just trying to be supportive. Oh, guck mal, selbst da die Einschusslöcher. Nicht schlecht, nicht schlecht. Would you look at that? Zombies. You're gonna wanna probably, you know, shoot them. Immer nachladen. Double tap, die Double tap. Maybe your toughest challenge yet. Nah, just look up. Es ist nur Teleport. Shoot this dummy twice in the head. Boom, there you go. See how everything slowed down? Yes, adrenaline. Do it again. Good shooting. That's how you do it. That's it. Do that a lot. When the world seems slow, you're fast. Pop those zombie heads. Okay, also zwei Kopfschüsse ist halt dumm auf jeden Fall. Don't get complacent. Remember the rules. Especially rule 2. Double tap. Double tap heißt also, ach, zweimal treffen, damit ich die Zeit bekomme. Da sehe ich doch was. It's fine. You've got a gun. You're gonna be safe. Unless it jams. Keine Muni mehr! Komm her! Ist das jetzt ein Boss? Ah, was geht, Muni? Ich weiß gar nicht, ob die alle heißen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich den zweiten geguckt habe. Ich glaube eher nicht. Muss ich auf jeden Fall auch nachholen, weil der erste war auf jeden Fall sehr, sehr geil damals. Zombieland, Headshot, Fever. Genau. Habe ich den zweiten?
boah, das macht mich jetzt wahnsinnig. Und dann habe ich den zweiten Film geguckt. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es mir wahrscheinlich auch nicht sagen, ne? This is what I'm talking about. Finally, a proper mansion. We lived in Beverly Hills. It was kind of a shithole. Hi, I'm Little Rock. And you? Du bist das kleine Mädchen aus dem ersten Teil, ne? That's the guy. On the wall there? Das ist, Yes, ma'am. He's why we're here. Was, Emma Milo Stone? Smarting. You heard of him? Obsessed with challenges. Ich weiß gar nicht mehr genau. Like, super competitive. Made a fortune in tech. Ja. Das Spiel hat scheinbar auch eine Story. Interessiert mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. It's kind of a new zombie kill of the week. The Zombieland Invitation. Wir können es ja lesen. Ich gucke jetzt mal. The Nut Up Cup. Die Grafik, ne? No, die Grafik. To win it. How about you, Puddin' Pop? You got the Huevos Rancheros to give it a shot? Oh my god, we could train you. I'm getting star athlete vibes. Ich weiß nicht, ist das PlayStation 3 schon? Oder geht das noch in die PlayStation 2? Ja. Take that bet. New guy, you das ist auf jeden Fall... Ich weiß nicht, also dieser Stil von den Menschen, so meine ich, ne? Jetzt ohne es abwerten zu meinen. Aber irgendwie sieht das komisch aus. Jetzt für VR-Verhältnisse ist es natürlich okay, ne? Schau gerade wegen Kanten flimmern. Würde ich sagen, sieht das schon alles ordentlich aus. Was aber Press A, ja. We're going to train you, so you know, you don't get killed. Ja, die Texturen sind dann nicht so schön. Und man kann auch nicht so wirklich interagieren mit Sachen. Was natürlich sehr schade ist in VR. Please be careful and don't go dying on me. Ja, ja, ich passe schon auf Select Level. Okay, ich kann auf Rookie, Advanced, also was heißt kann? Ich kann das hier freischalten noch. Advanced, Expert, Pro. Ich muss aber auf Rookie starten. Und habe jetzt hier 3. Und ich sehe nicht, wie viele hier kommen. Wahrscheinlich muss ich die 3 Level machen. Um dann die nächsten freizuschalten. Schätze ich jetzt mal. Und man hat ein paar Herausforderungen. 20 Headshots unter einer Minute. Kann ja nicht so lange sein, das Level, ne? So, an sich, das Schießen hat sich auf jeden Fall schon mal ganz gut angefühlt. Ich mag das Nachladen. Recht das Ding runter. Here we go. Geht schnell. Keine freie Bewegung. Muss ich gleich mal gucken, ob das. Ob ich da was übersehen habe. Double tap. It's a rule. Nachgeladen, ne? Und eine kurze Schocke. Wow! Was war das denn? Das hat irgendwie geleckt. Habt ihr das gesehen? Das war ganz komisch. Komm her. Nice. Komplett. Okay, jetzt mal wirklich ein kurzes Level. Wow, war knapp, ne? 20 Headshots, das nicht geschafft, ganze Sunglasses. Okay. Die Frage ist, muss man alle 4 gleichzeitig machen oder habe ich jetzt die 2 und könnte nächstes Mal einfach die anderen beiden machen? You've been hiding in this rich guy's basement too long. Genau, jetzt haben wir das nächste Level. Freigeschaltet und 100 Toilettenpapier. Spacious. No point in trying the nut up cup if you're not ready. Complete missions to prove you're ready for the big leagues. Simple as a invitation. Each mission you complete gets you something. We're real generous.
Man schaltet hier was frei. Ah, das sind, ach, das sind aber diese Herausforderungen gewesen. Es sieht so gruselig aus, ne? Dann kriege ich hier scheinbar eine neue Waffe, da eine neue Waffe und hier kriege ich einen Liebesbrief. Ach, I suppose I can help. Du kannst mir helfen? Ja. Finde ich gut. Ich muss mal kurz ins Menü gehen. Options. Gameplay. Okay, ich dachte, vielleicht gibt es hier nochmal mega viel Blut oder so. Gehen ist nicht gewollt in dem Spiel. Ach da, Gun Range. As much as I'd be happy not to, they're making me help train you. The rich dude whose house we're in apparently has a shooting range, cause of course he does. Maybe some of the skills you learn will help you survive, or not. Whatever. Practice? Ich will jetzt nichts Level machen. Das muss ich denn jetzt auch üben? Hallo, ich hab ja wohl super geschossen, hab ich doch. Eine Minute. Warum kann man nicht den Knopf drücken? Interaktivität. Okay, come back through. S, nice. Das war jetzt aber viel zu einfach, oder? Not bad. If you can do that with a pistol, you're gonna like what I've got for you over here in the kitchen. Okay, scheinbar kriegen wir doch noch früher die neue Waffen. Ja. And ends with uns. Loadout. I'm gonna do you a solid and give you a shotgun. Because frankly, you don't stand a chance in hell without it. But that's the last freebie. You can take. Ich will sie auch gerne nehmen. So just come to anfassen. Me them out. VR. Plenty of ammo. Was soll denn das? But your special weapon, like the shotgun, it'll run out quick as a cricket. You can upgrade guns too. So do that. Now go see Little Rock about the next course. Das klingt schon mal ordentlich. Ein Perk. Das macht mich aber langsamer. Nee, will ich nicht. Habe ich nicht gebraucht. Will ich nicht. Upgrade. Ein Klopapier. Natürlich zahle ich das dann. Natürlich zahle ich 25. Max Level. Nice. Das kostet ja gar nichts. Oh, das ist schon was teurer. Egal, hier, Max Damage. Komm. Wie wechsle ich denn die Waffen? Me and my sister, we know it's hard when your parents are zombies. Wichita won't talk about it at all. You need to go on back home and be your best self. Aha! Ah ne. Ich dachte, ich hätte die freigeschaltet. Ich hab das nicht da oben gesehen. New Guys House, okay. Dann das nächste Level ist. Nur die Schrotflinte dann? Robot? Whatever. Keine Ahnung, whatever, genau. So sehe ich das auch. Ich möchte jetzt eigentlich nur wissen, wie ich kriege diese Schrotflinte in die Hand. That shotgun I gave you, it should be on your belt. Reach down with either hand. And pull the grip button. Trigger to fire. Reload with the stick like. Okay. Trigger to fire. Reload with the stick like normal. Nice. There you go. Man kann beide gleichzeitig nehmen. Like it's the first day of deer season. Remember, you've plenty of handgun ammo, but special weapon ammo is limited. You only got what you take in with you. Now go meet your zombie parents. Show them what you've learned. Ja, komm, ballern. By the rules of the Zombieland Invitational, shooting homers gives a penalty.
I should have mentioned that. Sorry. Wow, die hat geworfen! Und warum wird es dann schwarz? Oh Gott, jetzt bin ich doch überfordert. Ganz gut. So. Warum wurde das dick? Ich hoffe mal wieder zu der Aufnahme. Remember before? About the Homers? Yeah, don't shoot them. Den soll ich nicht. Was? Was sind denn die Homers? Sind das die Dicke? Den nicht? Die Mutter muss ich jetzt killen, oder? Die hat mir einen Arm zugeworfen. Was heißt das? Out of Ammo. Alles klar, tue ich dir weg. Jetzt wollte ich eigentlich wissen, ob man das Fass zum Explodieren bringen kann. Muss ich davon welche machen, um weiterzukommen? Ich war ein bisschen überfordert jetzt. Nee, Level unlocked. Keep it up. Beat those target times for goodies. Like, you know, guns. Ja. Genau, man kann damit neue. Ach, guck mal hier, neue Sachen freischalten. It's not just about the destination. It's about the journey. So I've made up an intricate set of achievements. Bit of a meaning behind the meaning. Complete them all, and you'll not only get a little boost in your self-esteem, you might just uncover a greater meaning to life. Okay, das sind nochmal Achievements. Completed. Bin ich kein Fan von, muss ich sagen. Aber ja, wer sowas mag, genau, ihr habt Achievements. Und ich weiß nicht, ob man da was freischalten kann. Das war jetzt nicht so offensichtlich wie bei den anderen Sachen. Aber ihr habt auf jeden Fall ein bisschen Beschäftigung, wenn ihr da alles machen wollt. So, ich mache jetzt noch das eine Level hier. Und dann soll das als Ersteindruck, denke ich mal, reiten. Reichen. Ja, ihr habt gesehen, es gibt neue Waffen, ihr könnt die Level, mehr Schwierigkeitsgrade. Es ist aber, wie man sieht, eher so eine Art Rage-Shooter. Für wen das natürlich kein Problem ist. Und dann auch noch Zombieland-Fan ist, der kann hier auf jeden Fall mit Deckel nur zuschlagen. Ah, und explodierende Fässer gibt's auch. Time your shot. Treffen ist immer ganz gut, wenn man das hinbekommt. So, ja, so nehme ich. Das ist ein bisschen komisch, man sieht die nicht. Erst wenn man dann weitergeht, ne? Wer?
Oh, okay, da war so eine Art Boss. Hab natürlich easy weggeballert. Easy. Ich hab kein bisschen Angst bekommen. Survive. Don't miss. Don't miss. Wow. Nein, nicht restart. Nee, will ich wirklich nicht. Ja, also wie gesagt, I got to make up a course. Für die Leute, für die es kein Problem ist, dass man sich nicht bewegen kann, gut, natürlich, Quest-Version, ich kann mich ein bisschen bewegen, aber die Welt reagiert halt nicht darauf. Ist ein bisschen schade. Aber durch die Nachlademechanik kann ich auch die, kann man die Sticks gar nicht nutzen. Man müsste eine andere Nachlademechanik machen. Wobei das natürlich auch geht. So, man sieht schon mal hier, wir haben drei Level da. Wir haben drei Level da. Vielleicht haben wir noch drei Level da. 3, 6, 9, 12. Wenn es wirklich nur 12 Level sind, dann müsst ihr euch wirklich gut überlegen, ob ihr das kaufen wollt. Ich meine, man kann noch nicht mal an die Stripperstange hier. Sehr schade. Pound for pound, more valuable than gold in Zombieland. I'll trade you for gun upgrades. Each gun has a bunch of stars. Pay for them one by one and get different bonuses. You're gonna want to do this a lot. Danke. Ja, ich kann die aufleveln, aber ist ja Max Level. Ist Max Level und ich glaube, ich habe sonst noch nichts freigeschaltet. Alles klar, Achievements, Waffen. Ich denke mal, ihr habt alles gesehen. Viel mehr gibt es auch nicht zu zeigen zu diesem Spiel. Ja, wie gesagt, ist ein Spiel basierend auf einem Film. Ich glaube, da muss man nichts mehr zu sagen. Außer, drückt natürlich, gefällt mir, abonniert den Kanal und haut rein!